Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Ich lasse das Spiel mal direkt weiterlaufen. Wir haben letztes Mal genau an dieser Stelle unterbrochen und ich kann endlich diesen Gitterziegel hier einsetzen, auf den ich gewartet habe. So, und ich gebe jetzt hier noch ein paar Aufträge mehr, also Bauaufträge, die uns noch fehlen, um das Ganze hier in Betrieb zu nehmen. Also können es natürlich auch schneller laufen lassen. Es braucht ja nicht hier im Schlafwagentempo gehen. Und zwar müssen wir natürlich hier noch unseren Gaseingang haben und den Gasausgang natürlich auch. So, und da habe ich mir gedacht, machen wir einen Ausgang hier in den Nahrungsraum. Das werdet ihr aus oder diejenigen, die schon mal vorher Videos von mir gesehen haben, werden das Ganze schon kennen. Das mache ich eigentlich immer sehr gerne so. Ja, dann, hier muss ich ja drunter herbleiben. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich hier gerade durchbaue, aber dann fällt der Sand hier ganz durch und das verschmutzte Wasser will ich eigentlich hier unten nicht haben. So, und hier ein Gasabzug. Genau. Achso, wir müssen natürlich noch, das hätte ich fast vergessen hier, die Verbindungsplatte bauen, damit das Wasser, das hier runter tropfen wird, nicht nach links läuft, sondern das würde ich ganz gerne später hier unten sammeln. Diese Tür hier öffne ich nochmal für den Moment, damit das Erdgas, was hier ist, alles auch hier angesaugt werden kann. Da machen wir ein bisschen Kohlenstoffdioxid, saugen wir auch an und haben da vielleicht zu Beginn eine Beschädigung im Erdgasgenerator, aber naja, shit happens. Das wird wohl repariert. Ja. Ja, die können ja also erstmal bauen. Kolonie benötigt Krankenbetten. Wir haben doch schon. Oh, was ist denn hier los? Ach so, weil die alle hier bauen. Ja. Dann machen wir das mal. Das hier ist nicht so wichtig. So. Okay, so. Medizin. Setzen wir hier nochmal ein paar mit dazu. Hoher Stress, ui. Warum geht denn Aschgarn dann auch nicht? Ich weise das einfach mal Aschgarn zu. Mal gucken, ob der dann jetzt da auch auf jeden Fall hingeht. Nö, der macht erst noch mal schön andere Sachen. Warum ist das so? Ist der Tisch auch nur auf 3? Ne, ist auf 4 müsste er eigentlich das vorrangig machen. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aschgarn hat Unterkühlung, Ellie, mein Gott. Na gut, ihr werdet auch wohl alle wieder gesund. Nehmen wir das mal nicht so eng. Sehen wir das mal nicht so eng, heißt es, ne? Jobs. Der Jobs. Das Jobsfenster lädt mal wieder sehr langsam. Boah. Ja. Noch haben wir Wasser. Eigentlich eilt das Ganze hier ja überhaupt nicht.
Nicht nur eigentlich, das also oder so überhaupt nicht. Dass ich zumindest das mal hier in den kalten Regionen auf eine niedrigere Priorität setze. Jobs Master, da können wir gleich mal eben gucken. Bird, Ingenieur, okay. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Ja, ich weiß, das ist nicht lustig, aber passte gerade so schön. Wen haben wir hier denn? Jemand, der uns hilft? 6 basteln, und das ist ja. Reizdarm, boah, bodenloser Magen. Ja, basteln passt halt nicht zu den Interessen dazu, ne? Aber Hassan kommt mal dazu. Was finden wir für den denn für eine schöne Aufgabe? Träger, Research oder Research ist Quatsch. Farmer haben wir schon 2. Da würde ich mal sagen, wir brauchen noch einen Träger. Ja, und die Betten hier sind jetzt auch im Einsatz. Wie viele Erkrankte haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Mei, oh mei, oh mei. Na gut, aber da haben wir, die Lehrer ist schon wieder, die Lehrer ist schon wieder fit. Und wird es ja im Bett frei geworden, da kann dann der nächste rein. Ich weiß, dass ich natürlich schon die kann ich noch nicht bauen, die Pharmakammer. Könnte ich schon, ich müsste mehr Metall reinigen. Das können wir nicht reinigen, sondern zermahlen, damit wir das Eisen aus dem Eisenerz gewinnen. Das machen wir auch mal. Ja. Der spuckt hier weiterhin schön Erdgas aus. Das Wasser kühlt sich hier aber jetzt merklich ab. Also das ist ja. Fast das Gefühl. Dass das hier Sinn machen könnte, hier gleich noch die Leiter weiter durchzugraben. Dann buddeln wir uns hier durch. Lassen das verschmutzte Wasser hier unten reinlaufen. Und was ist das hier? Das wollen wir nicht sehen. Warum kann ich das nicht aufwischen? Weil das zu viel ist. 220 Kilo. Wo kommt das denn her? Von hier? Wo erstickt jemand? Max, wie kannst du hier? Ah, okay. Max, rette dich. Uiuiui, wo ist denn? Das war knapp. Das war sehr knapp. Mei, oh mei, oh mei. Das wäre bald in die Hose gegangen. Stellen graben. Das nervt mich doch immer, wenn sowas dann nicht fertig wird hier. Das natürlich nicht. Da
Ist dieses fast noch wichtiger. Ich weiß, jetzt sagt ihr wieder, was macht der Idiot denn da? Erst stellt das auf 2, jetzt stellt das wieder auf 3, aber wir haben eben unsere Krankheiten hier zum großen Teil überwunden. Es ist nur Max, der noch unterkühlt ist. Und dann können wir hier das Ganze auch schnell mal ein bisschen forcieren. Mit den vielen Duplikanten ist es ja auch ruckzuck erledigt. So, eigentlich würde ich ja jetzt denken, dass ich also hier jetzt anfangen müssten zu pumpen, aber kein Gasausgang, wir haben nur hier eine Leitung gebaut. Ach so, das ist wahrscheinlich das Problem, dass man das Spiel jetzt einmal speichern und neu starten müsste. Das ist ja. Das können wir einfach direkt mal schnell eben ausprobieren. Ja. Wir testen das, dann gehen wir zum Hauptmenü. Ich mache das einfach mal während des Videos. Und dann spielen wir weiter. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Wenn nicht, dann mache ich es einfach am Ende des Videos. So, Spiel weiterlaufen lassen. Ja, jetzt und seht da, es läuft. Also wenn ihr selber auch dieses Problem habt, so könnt ihr das lösen. Einmal zurück ins Hauptmenü und dann läuft es wieder. Okay. So, Kohlenstoffdioxid läuft auch hier hin ab. Das funktioniert also auch. Sehr schön. Muss natürlich nachher aufpassen, dass wir nicht hier unsere gesamte Kolonie damit fluten. Es ist hier auch überall so warm. Okay, dann machen wir mal hier jetzt Nägel mit Köpfen. Mach mal hier zack, zack. Weil es sich alles so ein bisschen insgesamt aufheizt. Die können wir graben. Ausgraben, dann stellen wir da mal einen Lagerverdichter auf. Wo wir dann die Keuchwurzsamen immer einlagern. Müssen wir dann wahrscheinlich bei diesen hier auch. Graupelweizenkorn, haben wir hier die ersten. Die können wir natürlich auch gut in unsere Nahrungsmittelproduktion mit einbeziehen. Ich weiß, dass wir schon länger keine Forschung hier mehr ausgewählt haben, aber ja, es hat auch nicht so die Priorität im Moment, weil alles, was wir bauen wollen, können wir eigentlich bauen. So, wo ist es denn? Hier ist es sehr warm, da würde ich mal sagen, wir stellen hier noch den dritten auf. Blumentopf, so. Okay, um an den dritten ranzukommen, müssen wir natürlich Ziegel bauen, so. Und uns hier durchgraben. Okay, so. Und hier kommen rein Keuchwurzsamen. Jetzt haben wir hier natürlich jede Menge Strom, den wir hier erzeugen, den wir gar nicht brauchen. Da
Temperaturtechnisch ist ja alles supi. Okay. Ja, vielleicht ist es hier an der Zeit, mal eine der intelligenten Batterien zu testen. Ich weiß nicht so ganz genau, wie die funktioniert, aber ich würde vermuten, mit einem Kabel hier runter zu der Gaspumpe. Ja, müssen wir einfach ausprobieren. Ich habe es noch gar nicht getestet. Das machen wir einfach mal zusammen. Ist wieder jemand unterkühlt. So, wir können hier einen Keuchhutsamen pflanzen. Hier können wir den nächsten pflanzen. Also vielleicht sollte ich auch das mal auf 4 stellen und diesen hier nur auf 3. Sonst werden die hier nämlich gar nicht abgeholt. Ja, jetzt schon. Hier können wir mal überall die automatische Ernte mit einstellen. Was auch noch interessant ist, es gab ja beim letzten Mal das letzte Upgrade war ja das Tubular Upgrade, wo man die Transitröhren bauen konnte und schnell von A nach B oder relativ schnell von A nach B kam. Jetzt war es aber so, dadurch, dass die Duplikanten so einen hohen Athletikwert hatten, waren die im Laufen fast schneller als durch die Röhren. Ich denke, dass da auch mit zusammenhängt, dass damit auch zusammenhängt, dass der Athletikwert hier nicht mehr so erhöht wird, dass es auch Sinn macht, diese Röhren zu bauen. Ansonsten hätten sie nur den Vorteil, schnell von A nach B zu kommen. Das muss natürlich hier mal repariert werden. Der Sauerstoff hier ist nach wie vor kalt. Ich weiß aber nicht, wo das verschmutzte Wasser hier herkommt. Okay, das Erdgas hier steigt eher mehr als das ist. Also ist logisch, weil wir nur 2 angeschlossen haben. Sollten wir hier nochmal wieder eine Tür einbauen? Ja. Okay. Oh, okay. Es fängt sich hier also schon an zu stauen. Ja, müssen wir natürlich uns was einfallen lassen. Bitte da freigraben, damit da eine Tür rein kann, damit unser lieber Kollege der Puft hier nicht nachher irgendwo hier oben rumflattert. Das möchte ich denn eigentlich nicht haben. So. Einmal drehen, aus Eisen, ja. Und dann können wir nämlich Folgendes machen. Wir graben uns hier durch. Ja, gut, kommen wir halt mal mit ein paar Keimen in Berührung. Ja, eigentlich ist das nicht so lustig. Priorität machen wir hier mal auf 2 runter und dann stellen wir hier noch ein Waschbecken auf. Ne, soll die doch hier.
So. Dass sie sich wenigstens die Hände waschen, wenn die hier mit den Keimen in Berührung kommen. Hier müssen wir dann Feld für Feld abbauen. Geht leider nicht anders. So, hohe Priorität nach links. Und dann können wir das hier auch wieder hochsetzen. Ja, das Aufräumen hier ist mal sehr weit fortgeschritten. Da können wir direkt noch mal einen neuen Auftrag geben, dass hier noch mal alles aufgeräumt wird, was neu dazugekommen ist. Aber das hilft mit Sicherheit unserem Dekor. Oh ja. So, hilft das schon unserer Temperatur hier? Ja. Hier vorne schon, hier hinten noch nicht. Vielleicht müssen wir den dann später noch mal umsetzen, nach hier irgendwo oder mal gucken. Da können wir auch einpflanzen. Hier oben hilft es auch schon. Ja. Das wird was so. Okay. Jo. Das hier ist in Arbeit. Die Tür hier ist fertig. Das ist gut. Wir bauen hier, das würde ich mal sagen, oder fangen an, hier den nächsten Raum zu bauen für die Nahrungsherstellung. Weil so langsam aber sicher steigt es zumindest nicht mehr. Okay, hier müssen wir nochmal eine ganze Ecke freigraben. So. Achso, hier konnten wir noch nicht bauen, logisch, weil hier noch Pflanzen stehen. Unser Schmutzwassertank hier füllt sich auch. Oh, da sind aber viele Keime drin. Naja. Ah, das hier ist fertig. Dann können wir jetzt hier da ein Element rausgraben und dann sollte das ganze Wasser abfließen hier rein und unser guter Puft kann halt höchstens hier rein. Aber das ist nicht schlimm. Hauptsache er kommt nirgendwo hier raus oder hier raus. Bird, was machst du da? Und warum hast du böse Falle? Ich glaube, wir haben gleich ein Problem. Nämlich ein, na, vielleicht geht sich das noch aus. Ja. Da habe ich Glück gehabt. Fast hätte es mich dahin gerafft. Ach, ich habe natürlich hier gerade Bullshit gemacht, indem ich dem Aschgarn zugewiesen habe. Der soll natürlich öffentlich genutzt werden wieder. Dass da alle bei Bedarf drauf können. Ja, und schon geht der erste drauf. So, die Dinger hier alle ausgraben. Ja.
Ja, okay. Die Folge ist jetzt eh schon ein bisschen lang. Im nächsten werden wir uns hier mit der intelligenten Batterie beschäftigen. Mal gucken, wie wir das hier verbinden können. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, auch wenn ihr Tipps habt. Nach wie vor bin ich sehr interessiert an der, wo finden wir sie, Dampfturbine. Also wenn da jemand weiß, wie man die in Betrieb bekommt. Ich nehme sehr gerne jede Info entgegen. Also macht's gut, bis bald und bye bye.